Ebbe Sand heißt er. Er ist Stürmer und er spielt wieder wie ein Stürmer. 4 Tore in den letzten 2 Pflichtspielen. Der Däne, Kritiker des Systems von Ex-Coach Heynckes, stürmt in einer gegenüber dem letzten Bundesligaspieltag unveränderten Formation als zweite Spitze neben Asamoah. Und gleich geht's los mit Königsblau. Die erste Chance. Sand ist das. Und Riesenrettungstat der Dreierkette dort hinten. Insgesamt ja ein bisschen langsamer die Pfälzer mit ihrer Formation. Paulsen. Für Schalke 04, gut eine Viertelstunde ist vorüber. Die Mannschaft von Achterberg konstruktiver in Richtung Tor. Asamoah mit einer Riesenvorstellung in der ersten Halbzeit. Sand, Varela verpasst. Schalke, das nach Aussage von Manager Assauer zuletzt gegen Schalke, gegen Gladbach das beste Spiel im letzten Dreivierteljahr gemacht hat. In der Anfangsphase klar besser. Eine halbe Stunde ist vorüber. Zu kurze Abwehr von Lembi. Varela, Sand. Das 1:0 für Schalke 04. Im dritten Spiel, jetzt schon, sein 5. Tor. Der Däne nach Klaus Fischer, inzwischen die Nummer 2 der Torschützenliste beim Club. Längst eine Legende für die Fans. Der FCK mit einem Dreiersturm, zwar nominell, aber viel zu wenig zu sehen. Und dann die Chance für Drescher. Mit einer Streuung bei seinem Schuss hier, wie bei der Flinte von Räuber Hotzenplotz, weit drüber. Und es war die erste Chance für die Mannschaft Kurt Diarras in der ersten schwachen Halbzeit. 5 Minuten nach Wiederbeginn, gleiches Bild wie im ersten Durchgang. Immer wieder die Gäste mit dem starken Linkel, der ausgepfiffen wurde als Ex-Kaiserslauterer. Sehr schön vorbereitet für Bordon. Der Abwehrorganisator bislang ja mit besseren Szenen in der Offensive. Dann in der 57. Minute Doppelwechsel in der Abteilung Attacke. Mikic und Seitz gehen runter. Zandi, der leicht angeschlagen war, und Theber kommen in die Mannschaft hinein. Selim Theber und das 1:1, 50 Sekunden nach der Einwechslung. Er ist ja ausgeliehen gewesen zu Austria Salzburg, wurde dann zurückgeschickt. Die Pfälzer wollten ihn eigentlich auch nicht so richtig haben, den Deutsch-Türken. Und dann sein wunderschönes Tor, schon sein 3. im laufenden Pokalwettbewerb. Ecke Panda, Abwehrversuch von Ernst zu kurz. Paulsen, Asamoah. Und das ist Ebbe Sand. Was für ein Auftritt. Ernst heute für den angeschlagenen Wiese im Tor. Eckballchance und das Tor. Eigentor von Mladen Krstajic. 2:1, 61. Minute. Doch das Team von Eddie Achterberg steckt nicht auf. Was ist hier los? Ein bisschen geschnarcht in der Abwehr zwischen Ernst. Und dann ist das 2:2 da. 78. Minute. Die Sandmännchenabwehr beim 1. FC Kaiserslautern. Lincoln vor der Saison im Tausch für Seitz gekommen. Mittlerweile hat sich ja der ehemalige Lauterer als feste Größe im Mittelfeld etabliert mit dem Ausgleich. Die 90. Die letzte Spielminute. Wieder Ebbe Sand. Gramotzes zu kurz. Ebbe Sand. Und das 3:2. Riesenjubel bei Schalke 04. Gramotzes, sein erstes Spiel nach der roten Karte in der Bundesliga gegen Schalke 04. Ein verdientes Resultat. Der Schiedsrichter holte schon die Pfeife zum Mund, natürlich Jubel. Und dann geht's hinein, hier in die Verlängerung. Mit diesem wunderschönen Tor von Ingo Hertz, unmittelbar nach der Wiederbeginnsphase, 90. Minute. Die Zuschauer
waren sozusagen schon auf dem Weg in Richtung Heimat. Was für eine Fackel von Ingo Hertzsch. 90. Minute, 3:3, der Pokale-Wahnsinn. Verlängerung auf dem Betze. Den Anfang kennen Sie, wie schon in der ersten, in der zweiten, auch in der Verlängerung. Wiederum Königsblau mit dem besseren Start. Ebbesand ganz knapp verpasst. Noch einmal die Antwort des ersten FC Kaiserslautern mit Theba. Und was ist das denn? Ein Riesenklops von Frank Rost. Wie schon gegen Wolfsburg, als er bei einer Flanke daneben gegriffen hat, als auch gegen Gladbach, als er bei zwei Weitschüssen schlecht aussah. Hier das 4:3, 95. Minute, Achterbahn für Achterberg. Gibt es die erste Niederlage in einem Pflichtspiel für den Neucoach Paulsen. Auf linke, dann der Pass auf Asamoah und da ist Mladen Krstajic, der Ex-Bremer, und macht in der 116. Minute das 4:4. Also Elfmeterschießen. Die Schalker als Gäste haben sie in den Elfmeterentscheidungen bislang immer verloren. 2000 in der dritten Hauptrunde in Cottbus, 2003 im Achtelfinale gegen die Bayern. Feridon Zandi als erster Schütze. Schon zwei Tore hat er für den ersten FCK gemacht. Hier zum 5:4 zur Führung. Jörg Böhme für Schalke 04. 5:5. War ja früher bei den Gelsenkirchen auch einer der Stammschützen. Gegen Ernst, der bislang von 10 Elfmetern 5 halten konnte. Jetzt die Chance für Marco Engelhardt. Kein Tor. Weiter 5:5. Eher in der zweiten Liga beim KSC eigentlich ein sicherer Elfmeterschütze. Livia Kobiaschwili für Schalke 04. 5:6. Führung für die Gäste. Zum Schluss auch bei den Freiburgern einer der wichtigen Männer vom Punkt aus. Halil Altintop verschießt. 5:6. Kein Tor. Er ja noch mit dem Ehrentreffer beim 1:4 in der letzten Saison. Was für eine Dramatik auf dem Betzenberg. Mladen Krstajic. Ein Eigentor, ein richtiges Tor. Und jetzt kein Tor im Elfmeterschießen. Weiter. 5:6. Ingo Hertzsch kann es richten. 6:6. Alles wieder offen. 6:6. Jetzt Ebbesand, schießt er sein drittes Tor heute. Jawohl. 6:7. Schalke führt. Timo Wenzel mit der Chance auf den Ausgleich. Und auch er trifft. 7:7. Und jetzt fehlt nur noch ein Schütze. Linke, ausgerechnet er. Trifft er, ist Schalke weiter. Und er trifft. Schalke ist im Pokalhimmel. Tränen beim Brasilianer und Frust beim ersten FC Kaiserslautern. Das Spiel kann ich schnell wegstecken, aber die Pfiffe bei den Auswechslungen, die kann ich nicht mehr wegstecken. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, was hier passiert, wenn ich irgendeine Aktion starte. Und heute mit meinen Auswechslungen habe ich das Spiel umgedreht. Und was da passiert, das weiß ich nicht, ob ich das noch weiter akzeptieren kann. Was für ein unglaublicher Abend. Nach 2 Stunden und 34 Minuten und insgesamt 15 Toren ist Schalke in der dritten Runde. Ja, Wahnsinn. Ein hochgradig spannendes und